herzlich willkommen in Eckernförde beim zweiten Eckernförder Sub-Sprottenrennen von der Substation Fördekeg. Wir hatten tolle Starter sowohl bei den Kindern, da ist der Anton wirklich Erster geworden. Wir hatten tolle Starter bei den Mädchen, bei den Frauen, bei den Herren. Wir hatten Maui Sach vom Team NSP hier, der den ersten Platz im 200-Meter-Sprint belegt hat. Man sieht es, das Wasser ist heute richtig fantastisch. Es ist glattes Wasser. Wir haben fast keinen Wind vor der herrlichen Kulisse der Sprottentage Eckernförde. Wir haben einfach hier in Eckernförde das Glück im Außenhafen, dass wir einen ganz tollen Bereich haben, der immer sehr windgeschützt ist, wo wir eigentlich ganzjährig und auch fast jeden Tag gut paddeln können. Das ist ein sehr großer Vorteil. Wir haben hier auch die tolle Lage zwischen zwei Promenaden, zwischen zwei Uferseiten. Einmal die historische Borbier Uferseite und die Eckernförderseite da drüben. Von daher ist auch dieser ganze Bereich hier wunderbar für Zuschauer zum Zuschauen geeignet. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft noch viele Stand-Up-Paddle-Races ausrichten dürfen.